Hallo, Claudio Schießer, mein Name. Bei On the Grid sind wir heute bei Andreas Herz von der Wirtschaftskammer eingeladen in seinem Büro. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Heute geht es um das Thema Personenbetreuung und viele Leute kennen Sie vielleicht auch gar nicht. Deswegen daher die erste Frage: Wer sind Sie, was machen Sie und was ist Ihre Tätigkeit in der Wirtschaftskammer? Ich bin in der Wirtschaftskammer Steiermark der Vizepräsident und führe in der Wirtschaftskammer Steiermark die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, zu der auch die 24-Stunden-Betreuerinnen dazugehören. Und in der Wirtschaftskammer Österreich führe ich den Fachverband für Personenberatung und Personenbetreuung. Das heißt, ich bin im Prinzip für das Thema 24-Stunden-Betreuung auch für ganz Österreich zuständig. Und in Ihrer privatwirtschaftlichen Profession sind Sie was? Habe ich eine private Krankenanstalt, wo wir in der Form eines Gesundheits- und Therapiezentrums Menschen begleiten, physikalische Medizin. Und ich bin selber noch als Management-Trainer im In- und Ausland tätig. Und wenn man Ihre auch im Personenberatungsbereich auch tätig. Ja. Gut. Durch die Medien ist das letzte Mal jetzt oder in den letzten Wochen das Thema 24-Stunden-Pflege gegangen. Es geht da immer wieder um das Thema, Qualitätskriterien würden nicht erfüllt werden. Es gibt Schwierigkeiten mit den Betreuerinnen, was die Deutschkenntnisse anbelangt, etc. pp. Jetzt möchte ich mal grundsätzlich das Thema so weit auseinandernehmen, weil ich ja auch durchaus als Angehöriger damit zu tun habe. Wie funktioniert das? Warum gibt es diese Personenbetreuung? Diese 24-Stunden-Betreuung, was kann ich von denen verlangen, respektive warum soll ich mir die überhaupt engagieren, damit ich zum Beispiel eine ältere Person betreue? Naja, die Idee der 24-Stunden-Betreuung ist, dass man im Prinzip jetzt einen Mensch so lange als möglich zu Hause im Prinzip wohnen lassen kann. Das heißt, sie können im Prinzip, wenn es jetzt zum Beispiel so wie bei meinen Schwiegereltern gerade zum Beispiel notwendig ist, dass immer wer im Prinzip bei ihnen zu Hause ist, dann haben wir jetzt auch eine Betreuerin gehabt. Und die ermöglicht dann, dass die älteren Damen und Herren zu Hause leben können und nicht in ein Pflegeheim zum Beispiel jetzt müssen. Das ist im Prinzip die ureigenste Idee dahinter. Die Betreuerin selber kommt dann im Prinzip, wohnt dann dort bei den Menschen. Die muss natürlich einen eigenen Bereich haben, wo sie wohnen kann, und begleitet und betreut dann im Prinzip die Person. Diese Betreuerinnen sind ja oft einmal zwei Betreuerinnen, die sich in einem Radl abwechseln. Ja. Also sprich, manchmal sagt man 2 Wochen, manche wiederum einen Monat, Ja, manche ja. öfters oder weniger, also sagen wir es mal so. Woher kommen die Betreuerinnen? Sind hauptsächlich Frauen in diesem Bereich tätig? Wenn man auf ihre Webseite geht, sieht man auch, sie sind sehr international, also über 1 Dutzend Sprachen findet man dort für die verschiedenen Formulare. Wer kommt da respektive, was kann man sich da erwarten? Also im Großen und Ganzen, wie Sie schon gesagt haben, sind es natürlich Frauen. Und sie kommen aus dem EU-Ausland. Sie kommen aus den verschiedensten Ländern. Immer da die Liste zum Beispiel angeschaut: Ungarn, Lettland, Slowenien, Polen, Kroatien, Bulgarien, Tschechien. Unterschiedlich natürlich auch jetzt, in welchem Bundesland sie teilweise tätig sind. Das sind jetzt im Prinzip die Zahlen dann für die Steiermark. Und dann haben wir im Prinzip, die kommen dann und machen bei uns dann diese Betreuung. Ja. Und teilweise sind die über Agenturen vermittelt und teilweise eben als Selbstständige, die am freien Markt nach einer Tätigkeit suchen. Genau, sie sind im Prinzip selbstständig. Entweder kommen sie über Agenturen, oder im Prinzip vertreten sich auch selbst. Das heißt, die sind dann bei keiner Agentur, und machen dann direkt mit der Familie den Vertrag zum Beispiel und kommen dann im Prinzip direkt zur Familie hin. Wir haben momentan in der Steiermark, ich habe Ihnen die Steiermark-Zahlen mitgebracht, wir haben momentan in der Steiermark Stand per 10.01.2018 15.563 Betreuerinnen in der Steiermark. Und davon sind 4.520 ruhend, das heißt, die üben das Gewerbe im Moment nicht aus. Ja. Ja, ich habe mal eine Zahl gehört, österreichweit waren es, glaube ich, fast 80.000 mit den Ruhenden. Ja. Im ORF ist letztens die Zahl kolportiert worden, ca. 25.000. Ich meine, es können auch durchaus 30.000 Familien sein, die solche Services in Anspruch Genau. nehmen.
Was ist sozusagen die Herausforderung für die Wirtschaftskammer? Viele von denen sprechen ja auch sehr wenig Deutsch. Es gibt oft einmal Schwierigkeiten, was man jetzt auch in den Nachrichten gehört hat, mit den Anmeldungen, was das Gewerbe anbelangt, was die Sozialversicherungsbeiträge anbelangt. Da gibt es ja auch Schwierigkeiten mit der Zahlungsmoral, nenne ich es mal so. Wie reagiert die Wirtschaftskammer darauf? Naja, die Wirtschaftskammer reagiert insofern darauf, dass wir zuerst einmal aufklären, dass es diese Schwierigkeiten im Großen und Ganzen so nicht gibt, wie sie immer dargestellt werden, weil das sind letztendlich Einzelfälle. Dass die so wenig Deutsch können, stimmt auch nicht. Zumindest die, wo wir besuchen, die sprechen sehr gut Deutsch. Was aber schon wichtig ist, das haben Sie ja gesagt, die kommen aus den verschiedenen Nationen. Das heißt, wir als Wirtschaftskammer stellen für unsere Mitglieder natürlich dann auch das Service in diesen Sprachen zur Verfügung. Und wenn Sie die Homepage, die Sie angesprochen haben, sich anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Homepage in 12 Sprachen auf Knopfdruck übersetzt werden kann, dass sämtliche Formulare, die drinnen sind, zum Beispiel jetzt die Verträge, die wir als Musterverträge drinnen haben, Sie auf Knopfdruck in 12 Sprachen haben. Das ist uns ganz wichtig, weil wir glauben, das Erste, was diese Personenbetreuerinnen brauchen, im Gegensatz jetzt zu den Agenturen, die Agenturen sind in Österreich, aber die Personenbetreuerinnen, das Erste, was die brauchen, sind Informationen. Wie melde ich das Gewerbe an? Wie schaut es mit der Versicherungspflicht aus? Und wie macht man das dann? Und da war unser erster Zugang zu sagen, wir müssen das in der Muttersprache zur Verfügung stellen, damit im Prinzip das so einfach und so nachvollziehbar für die Person selber ist. Das haben wir gemacht. Wir haben auch zum Beispiel einen eigenen Ratgeber in der Homepage drinnen. Den können Sie in jeder Sprache, also diese 12 Sprachen, wo wir momentan die Betreuerinnen haben, können Sie diesen Ratgeber so mit ganz einfachen Klicks, ich möchte selbstständig werden, ich möchte in dem Bundesland Personenbetreuung durchführen, da klicken Sie das immer an. Und am Ende kriegen Sie dann im Prinzip einen kompletten Ausdruck, wenn Sie das möchten, oder können Sie das auch abspeichern, wo dann ganz genau drinnen steht, in Ihrer Muttersprache, wie Sie das machen, wie das durchzuführen ist, wie man Gewerbe anmeldet, wie man sich bei der Versicherung meldet und, und. Also sehr, sehr einfach und strukturiert für all jene, die im Prinzip das jetzt nicht über eine Agentur machen. Die, die über Agentur im Prinzip dann sie vermitteln lassen, da nimmt ja einen vielfachen Anteil dieser ganzen bürokratischen Arbeit die Agentur dann ab. Ne? Und das ist richtig. Ja. Manche Agenturen bieten das an, wieder andere hört man auch von den schwarzen Schafen, machen das weniger. Sie haben erwähnt, die Wirtschaftskammer kontrolliert selber. Also gibt es da Stichproben seitens der Wirtschaftskammer, auch was Ausbildungs- und Qualitätschecks Nein, anbelangt? wir kontrollieren nicht, stimmt nicht, habe ich glaube ich auch nicht gesagt. Es gibt Also, ich auch. habe es so verstanden. Nein, weil die Wirtschaftskammer im Prinzip, wir sind ja keine Behörde, das heißt, wir haben überhaupt kein, vom Gesetzgeber keine Möglichkeit, irgendetwas zu kontrollieren. Wir melden das Gewerbe an und das Gewerbe ab. Es ist ein freies Gewerbe, das ist wichtig. Aber wir kontrollieren das nicht. Wir haben auch keine Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Das wäre ja ungefähr so, wenn Sie sich vorstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen anderen Bereich nehme, das nehmen wir zum Beispiel einen Friseur, ja. Ich kann ja nicht hinkommen als Wirtschaftskammer zum Friseur und sagen, so, jetzt bin ich da als Wirtschaftskammer, jetzt zeigst du mir das und das und das. Ne? Die Möglichkeiten habe ich nicht. Die habe ich natürlich auch bei der Personenbetreuung nicht. Und die Agenturen, wenn eine Agentur zum Beispiel, so wie Sie sagen, es gibt schwarze Schafe, die gibt es wahrscheinlich überall, aber wenn eine Agentur zum Beispiel jetzt da nicht das macht, für das im Prinzip die Betreuerin die Agentur nimmt, na, was wird die Personenbetreuerin machen? Sie wird die Agentur wechseln. Ja? Das heißt, sie wird ja bei der nicht bleiben, ich werde nicht für was zahlen, weil ich dann nichts kriege. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob die oft einmal so emanzipiert sind, wie man sich das immer bei Ah, uns doch, sind sie vorstellt. schon. Also, wir haben sehr viele Kontakte, ich weiß nicht, wie viele das Sie schon gesehen haben von den ganzen Betreuerinnen. Wir haben sehr Einige, viele ja. besucht schon. Wir haben da sehr gute Kontakte. Man muss natürlich bei den Agenturen unterscheiden, ist es eine österreichische Agentur oder eine ausländische Agentur. Das ist wichtig, dass man sich das anschaut. Die österreichischen Agenturen unterliegen ja ganz genauen Standesregeln. Das ist auch wichtig, weil seit 01.01.2016 wir gemeinsam als Wirtschaftskammer Österreich mit dem Gesundheitsministerium, also Sozialministerium damals noch und dem Wirtschaftsministerium ja die Trennung im Prinzip dieses Gewerbescheins vorgenommen haben. Am Anfang war das nur ein Gewerbeschein, da war nicht sichtbar, bin ich Agentur, bin ich Betreuerin und jetzt haben wir es im Prinzip seit 01.01.2016 sind die getrennt und jetzt wird sichtbar, ich bin eine Agentur oder ich bin eine Betreuerin und im Zuge dieser Trennung. Das war mal wichtig, damit wir im Prinzip mal unterscheiden können bei den Mitgliedern. Aber das Wesentliche war, dass im Zuge dieser Trennung die Standesregeln ausgearbeitet worden sind. Und die Standesregeln sind verpflichtend für die Agenturen einzuhalten. Und wenn Sie sich diese Standesregeln anschauen, nehmen wir an, die haben es schon angeschaut, Ja.
wenn Sie diese Standesregeln sich anschauen, dann steht da doch sehr vieles drinnen. Zum Beispiel Führung eines Haushaltsbuches, ist alles Dokumentationsverpflichtung und so weiter. Das, aber nicht nur das, sondern auch, und es ist wichtig, dass die Agentur zur Familie im Prinzip sich die Familie anschauen muss und schauen muss, was brauche ich dort überhaupt für eine Betreuerin. Mhm. Ja? Was möchte die Familie auch für eine Betreuerin, weil es ist zum Beispiel klar, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eine Pflegeperson habe oder eine Betreuungsperson habe, um es richtig zu formulieren, die zum Beispiel jetzt 90 Kilo hat, dann kann ich eine Betreuerin hinschicken, die selber nur für 50 Kilo zum Beispiel hat. Ne? Mhm. Das wird dann schwierig werden, wenn ich der zum Beispiel beim Aufsitzen helfen muss. Wobei ich auch weiß von einigen unserer Lesern, die mir jetzt aufgrund unseres ersten Artikels angeschrieben haben, dass es schon oft einmal so ist, die Agentur telefoniert mit denen, es gibt dann E-Mail-Kontakte, es gibt ein paar Fotos, die ausgetauscht werden und die Agentur vermittelt dann auf Basis dieser Daten, dass der Agenturleiter persönlich dort auftritt, war jetzt nicht in jedem Fall der Fall. Oder ja, ein Mitarbeiter von ihnen. Das kann sicher sein, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass ich im Prinzip einmal erheben muss und einmal fragen muss, was möchte im Prinzip die zu betreuende Person und die Familie und dann jemand entsende. Und ich glaube, dass der Konsument selber ist natürlich auch mündig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel mich her für meine Schwiegereltern, ne? Mhm. Dann schaust du eine Agentur an, wenn ich es über Agentur mache. Ja? Und wenn ich dort kein Vertrauen habe und sage zum Beispiel, das ist jetzt nicht im Prinzip so wie ich es mir vorstelle, dann werde ich natürlich mir noch eine andere Agentur anschauen. Ne? Das gibt es auf dem freien Markt, das ist im Prinzip auch durchaus üblich. Und dann wird es zu einem Abschluss kommen und ich werde eine Vermittlung bekommen oder nicht. Aber ich glaube, da muss man schon auch im Prinzip in die Richtung gehen, zu sagen, ich muss natürlich auch als Konsument bzw. als Familie sagen, was möchte ich genau und was soll die Betreuerin auch alles können. Es gibt ja jetzt ungefähr 700 Agenturen österreichweit. Sind das jetzt nur die Agenturen, die in Österreich aktiv sind? Weil das kommt bei diesen Zahlen nie wirklich raus. Oder sind das auch die ausländischen? Nein, das ist im Prinzip ganz eindeutig, die Zahlen, die Sie von uns kriegen oder die veröffentlicht werden, das betrifft immer nur Österreich. Okay. Weil, warum? Das sagt im Prinzip nichts anderes, als dass diese Agenturen haben diesen Gewerbeschein. Okay. Ob jetzt zum Beispiel eine Agentur in Rumänien dort existiert, ich kann Ihnen nicht einmal sagen, nach welchen Kriterien man in Rumänien eine Agentur machen kann. Das weiß ich gar nicht. Sind wir auch nicht zuständig dafür, das sind österreichische Zahlen und betrifft österreichische Agenturen. Aber es ist sehr wohl so, dass eben ausländische Agenturen, zum Beispiel Slowakei, Rumänien, wie Sie es ansprechen, sehr wohl auch in Österreich aktiv sind und hier auch im besonderen Betreuungsbereich tätig, also vermitteln. Die werden vermitteln, wahrscheinlich werden die dann Personenbetreuerinnen begleiten oder was immer. Wenn die in Österreich tätig sind, dann müssen sie normalerweise einen Gewerbeschein bei uns anmelden und müssen im Prinzip diese Standesregeln erfüllen. Das Wichtige zum Beispiel ist aber natürlich, dass wenn ich jetzt da als Familie eine Personenbetreuerin suche, ne, na, dann wäre ich natürlich schon schauen, dass ich einen Ansprechpartner in Österreich habe, dass ich zum Beispiel eine österreichische Firma habe, dass ich österreichisches an Standort der Firma habe, eine Telefonnummer, eine österreichische, das ist glaube ich schon. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn ich zum Beispiel sage, ich suche mal aus Rumänien eine Agentur, na warum? Das ist klar. Gut, womit ihr jetzt zu dieser Frage des Qualitätssiegels kommt, was jetzt immer wieder angesprochen wurde, Sie haben im Vorfeld gesagt, dass das nicht österreichweit vergeben wird, oder wie funktioniert das? Man muss unterscheiden, also wir von der Wirtschaftskammer Österreich, vom Fachverband, für den ich zuständig bin, für uns war wichtig, der erste Schritt war uns wichtig, war die Gewerbescheintrennung, wie ich schon erklärt habe, in Vermittlung und in Betreuung. Warum? Weil diese Trennung und diese Standesregeln, ja, und wenn man sie die anschaut, dann sind die sehr genau beschrieben schon von den Ministerien und die sind verpflichtend für alle Agenturen in Österreich. Ja. Und das ist schon wichtig, weil die sind verpflichtet für alle Agenturen in Österreich. Und die Bezirksbehörden, das heißt die BHs und die Magistrate, wären im Prinzip ja auch dann zuständig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anzeige mache. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Familie, wie Sie sagen, es gibt das und das und das, wo kann ich mich hinwenden? Ich als Wirtschaftskammer kann es ja nicht prüfen, aber ich kann mich an die Gewerbebehörde wenden. Die Gewerbebehörde hat es dann auch zu prüfen, kann sich das dann anschauen. Das war für uns der erste Schritt, weil das ist verpflichtend für alle. Der zweite Schritt ist, dass wir immer gesagt haben, ein Gütesiegel, ein freiwilliges Gütesiegel, wie das, was Sie ansprechen, das ist ein Gütesiegel, arbeitet von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Wien als Vorschlag einmal für ein paar Bundesländer. Und wir haben dann gesagt, in Österreich machen wir dann ein Gütesiegel vom Fachverband, das heißt von der Wirtschaftskammer Österreich ausgehend,
für ganz Österreich, wenn dort die Richtlinien so sind, dass das für alle umsetzbar ist, machbar ist. Und eventuell war uns immer wichtig, dass man die Ministerien dazu kriegt. Weil wenn ich ein freiwilliges Gütesiegel rausgibt, ja, das können Sie dann nehmen oder können Sie auch nicht nehmen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die schwarzen Schafe ansprechen und wenn ich jetzt zum Beispiel sage als Agentur, ich unterwerfe mich nicht diesem freiwilligen Gütesiegel, weil zum Beispiel da genau beschrieben wird, wie eine Vermittlung auszuschauen hat, was ich tun darf, was ich nicht tun darf. Wenn ich jetzt ein schwarzes Schaf bin, na, dann werde ich mich ja nicht freiwillig diesem Qualitätsgütesiegel unterwerfen, richtig, ja, um dann im Prinzip Konsequenzen daraus zu haben. Ne? Deswegen war es uns wichtig, von der Wirtschaftskammer Österreich auch zu sagen, wir schauen uns im Prinzip das an mit den neuen Ministerien. Wir haben jetzt die Gespräche auch schon geführt und es wird im Prinzip gemeinsam mit den Ministerien in diese Richtung was kommen. Sie sprechen an, dass Sie jetzt eben in Kommunikation mit den Ministerien sind. Zuletzt im Bürgeranwalt im ORF, also mit den Kollegen, wurde quasi gesagt, dass sozusagen heuer ein Überarbeitungsprozess abläuft und dieser Überarbeitungsprozess wird wahrscheinlich das ganze Jahr sein. Heinz-Christian Strache hat mir gegenüber in einer kurzen Meldung auch gesagt, also in einem kurzen Interview bei der Regierungsklausur auch gesagt, dass die Pflegegelder auch erhöht werden sollen. Daher, welche Forderungen hat die Wirtschaftskammer generell, damit man vielleicht auch den Familien helfen kann? Und gibt es seitens der Wirtschaftskammer auch Ideen, zum Beispiel Ausbau von Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich Alters-Behindertenpflege, respektive gibt es von Seiten der Wirtschaftskammer oder ihrer Institutionen Förderprogramme? Also, was wir im Prinzip gemacht haben, wenn Sie sich im Prinzip jetzt anschauen, zum Beispiel die letzten Jahre rückblickend, dann bis 2018 und dann noch vor, dann werden Sie sehen, dass wir einen ganz genauen Plan gehabt haben. Wir haben begonnen, im Prinzip alles mehrsprachig für die Mitglieder mal zuerst zu machen. Weil, wie gesagt, das erste, denke ich mal, ist Information, war das Wesentlichste. Der zweite Schritt war die Trennung der Gewerbescheine. Das ist jetzt gemacht worden, das war uns wichtig auch, weil es ein notwendiger Schritt war. Und der nächste Schritt jetzt wird sein, mit den Ministerien gemeinsam ein Qualitätsgütesiegel zu erarbeiten, auf Basis dessen, was im Prinzip jetzt von diesen Bundesländern, von den beiden schon vorab einmal erarbeitet worden ist, das dann im Prinzip auch mit uns als Wirtschaftskammer und gemeinsam mit dem Ministerium für ganz Österreich angeboten werden soll. Jetzt spricht man aber da dann im Prinzip von einem Qualitätsgütesiegel, das ja im Prinzip für die Agenturen zutrifft und wo es um die Vermittlung geht. Der nächste Schritt im Prinzip sollte aus unserer Sicht sein, dass wir gemeinsam schauen, dass sich im Prinzip auch, ich sage mal zumindest, eine so Art Betreuungsstandards einführe. Weil wenn ich die Qualität der Agenturen in der Vermittlung im Prinzip mit einem Qualitätsgütesiegel darstelle, ändere ich ja dadurch noch nicht an der Betreuung. Das ist richtig, ja. Das heißt, der nächste Schritt wird dann sein im Prinzip, dass man sich so ein Grundlevel für die Besonderbetreuerinnen überlegt und einzieht. Und natürlich, ja. Entschuldigung, könnten Sie sich da auch vorstellen, dass dieses freie Gewerbe sozusagen etwas mehr reglementiert wird? Kann ich mir vorstellen. Wir wollen wir aber wissen, dass die jetzige Regierung im Prinzip und auch die Regierung davor eher im Prinzip, was Reglementierung betrifft, offen denkt. Das heißt, eine zusätzliche Reglementierung einzuführen, glaube ich, wird nicht zielführend sein, wird auch nicht kommen. Wenn Sie natürlich sagen, zum Beispiel jetzt, Sie mahnen die Reglementierung bei den Agenturen, dann kann ich mir das vorstellen. Wiewohl ich auch glaube, dass sie dort nicht kommen wird. Wenn Sie meinen, eine Reglementierung bei den Personenbetreuern, dort kann ich es mir nicht vorstellen, weil was würde passieren? Würden wir es reglementieren bei den Personenbetreuern zum Beispiel und würden sagen, wir verlangen jetzt mindestens zum Beispiel das einer diplomierten Krankenschwester, dann wird von heute auf morgen im Prinzip der Betreuungsmarkt zusammenbrechen, weil Sie würden niemanden mehr finden. Weil wo finden Sie zum Beispiel 70.000 oder 80.000 freie Diplomkrankenschwestern? Die finden es auf dem ganzen Markt nicht. Wir sehen zum Beispiel in den Spitälern, dass wir dort schon Probleme kriegen, das würde keinen Sinn machen. Was aber einen Sinn macht, ist im Prinzip dieses freie Gewerbe der Personenbetreuerinnen, ja, dahingehend aufzuwerten, um zu sagen, man führt im Prinzip ein Grundlevel ein. Ein Grundlevel, das eigentlich ja auch vorgesehen ist jetzt schon, damit ich im Prinzip diese Förderung kriege vom Sozialministerium. Und das ist im Prinzip schon unsere Forderung auch, wo wir dann sagen, wenn das Pflegegeld erhöht wird und wenn ich im Prinzip auch schaue, wie dieser ganze Markt sich entwickelt, dann glaube ich, dass es für unsere Mitglieder, für die Personenbetreuerinnen, in Wirklichkeit ist es ja für die Familien dann, wenn ich die Förderung erhöhe, dass man sich die Förderung auch einmal anschaut und im Prinzip evaluiert, denn die ist ja im Prinzip seit der Gründung der Personenbetreuerin noch nie erhöht worden. Ne?
Das ist auch wieder richtig. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ich glaube, Pflegestufe 5 ist jetzt bei knapp 960 Euro, dann nehmen wir mal eine normale Pension irgendwo im Bereich zwischen 1000 und 1500 Euro. Dann muss man schon sagen, wird es mit den Betreuerinnen auch schon langsam knapp, weil auch wenn man die Förderung bekommt vom Sozialamt, dann ist es über die eigentliche Pension und ohne Unterstützung der eigenen Familie, sage ich mal, finanziell gar nicht schaffbar. Ja, sie brauchen normalerweise Pflegestufe 3. Minimum, Ja, ja. eben. Das heißt, da haben sie auch Pflegegeld, muss man auch sagen, das eigentlich ja auch dafür ausbezahlt wird dann. Aber es ist richtig, es ist im Prinzip schon ein Bereich, der, wenn man dann eine Betreuerin braucht, und die soll ja dann, und es wird ja auch gefordert, sie soll sehr gut Deutsch können, sie soll super ausgebildet sein, sie soll das können, das können, das können, dann muss man aber fairerweise sagen, das kostet alles eine Menge Geld dann. Und das geht mit 1100 Euro nicht wirklich aus. Mit der Pension nicht. Ja. Ja, das heißt, die braucht im Prinzip dann auch eine Förderung. Und Sie haben auch Alzheimer angesprochen und wir sagen zum Beispiel selber, in den Anfangsstadien, ja, ist es durchaus mit Betreuung möglich. Da braucht es auch eine Einschulung für die Betreuerin. Das heißt, im Prinzip muss die Grundkenntnisse der Betreuung, und ich sage einmal vorsichtig, Grundkenntnisse auch im Pflegebereich, was man halt so im Prinzip für die alltägliche Pflege brauchen kann, das sollte sie absolvieren, die Betreuerin. Immer mit dem Hinblick aber, dass die aber keine Pflege macht, sondern eine Betreuung macht. Und wenn ich natürlich dann in der Alzheimer, wie Sie es geschildert haben, in eine gewisse Stufe reinkomme, dann geht es im Prinzip mit der Betreuung zu Hause, mit einer besonderen Betreuerin eh nicht mehr. Ne? Ja, das ist sowieso die andere Geschichte, weil natürlich, es ist eine Sache, einen Rollstuhl von A nach B zu So ist schieben, es. es ist die andere Sache, eine Treppenrampe zu bedienen und die Genau. dritte Sache ist wirklich jemanden unter Kontrolle zu halten, der sich Genau. selbst nicht mehr Ja, kontrollieren genau. kann. Aber da muss man auch dann so fair sein. Und das auch wieder öffentlich immer wieder darstellen. Wir sprechen nicht von Pflege, so wie das viele machen und sagen, die Pflege von zu Hause funktioniert nicht, sondern wir sprechen von Betreuung. Und wenn ich reiner Pflegefall bin, auch wenn ich zu Hause bin, dann brauche ich im Prinzip eh was anderes wie eine besondere Betreuerin. Ja. Wie oft kommt es eigentlich vor, und da sind wir jetzt wirklich mal bei den schwarzen Schafen, Ja. dass die Wirtschaftskammer auf Anzeigen reagieren muss, respektive dass eben mit dem Gewerbeamt gemeinsam hier ermittelt wird und dass es auch zum Entzug von Gewerbescheinen kommt? Also habe ich dazu habe ich keine Zahlen. Ich kann Ihnen sagen, ich wüsste nicht, wo wir was entzogen haben bis jetzt. Es gibt dann wahrscheinlich immer wieder mal Einzelfälle, die passieren. Das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das System sehr, sehr gut. Das zeigen ja auch im Prinzip die Zahlen vom Sozialministerium. Wenn Sie sich die anschauen, zum Beispiel das Sozialministerium überprüft ja auch im Prinzip wieder stichprobenartig die Betreuung zu Hause, dort wo es eine Förderung gibt, wo eine Förderung ausgeschüttet wird. Und die Zahlen, und die sind relativ hoch im Prinzip, wo das Ministerium dann überprüft hat, sind bei 98%, glaube ich, sehr zufrieden. Gut, wenn ich da jetzt vom Volksanwalt Günter Kreuter die Antwort im Bürgeranwalt hernehme, der hat gemeint, das glaubt kein Mensch. Naja, Das ist. das ist richtig, aber ich kann Ihnen nur sagen, das, Ja, wo wir die Zahlen haben. Wir selber haben ist ja richtig, keine ja. Zahlen. Also ich kann Ihnen keine Zahlen bieten, zum Beispiel, wie zufrieden die zu Hause sind, weil wir als Wirtschaftskammer nicht in die Familien hineinfahren. Ja? Wir haben auch gar nicht die rechtliche Möglichkeit und Handhabe, ich darf das auch gar nicht. Wenn das Sozialministerium sagt, dort wo ich eine Förderung auszahle, dort schaue ich hin und dann kommt 98% Zufriedenheit heraus und der Bürgeranwalt sagt, die Zahlen glaubt keiner, ja, was soll ich machen? Das sind offizielle Zahlen eines Ministeriums, ich glaube den Zahlen schon, weil man muss ehrlich sagen, was für einen Grund hätte ein Sozialministerium? Zahlen zu schwärzen oder zu verändern, würde ich nicht verstehen, aber ist aber nicht, das ist auch nicht mein Aufgabenbereich. Also, da ich das selber kenne aus der eigenen Erfahrung, weiß ich, wie das abläuft. Das Sozialministerium ruft vorher an. Ich hatte erst heute selber einen Termin in der Früh, nicht wegen Sozialministerium, sondern Pflegestufe Einstufung. Also, das läuft im Endeffekt so an: Es gibt einen vorangekündigten Termin. Man schaut natürlich, dass bis dahin alles gut läuft, dass manche Betreuerinnen, was die Dokumentation und somit die Standespflichten anbelangt, nicht sehr genau arbeiten. Darüber habe ich jetzt nicht gesprochen, aber Ja. weil ich auch niemandem etwas unterstellen will. Aber ich habe auch von Krankenpflegerinnen erfahren, also Pflegediensten, die direkt nach Hause kommen, dass da oft einmal von einer Dokumentation oder von einer richtigen Betreuung, zum Beispiel wenn es um Verletzungen anbelangt, das schon meilenweit entfernt war. Also Das, wenn das so ist, ist es nicht gut.
Man muss aber natürlich dazu sagen, wenn es zum Beispiel Verletzungen gibt oder wenn die Betreuung verletzt oder Krankheiten betreut, dann ja nur im Zuge einer Delegation. Das heißt, das habe ich dann vom Arzt oder von der Genau, Krankenschwester ja. delegiert bekommen. Ja, aber für die Delegation bin ich dann zuständig auch. Das heißt, die muss das dann ja eh kontrollieren, sonst haftet sie ja auch. Dann ist das in Ordnung. Passiert das nicht, wird wahrscheinlich die Person, die delegiert hat, ja auch einschreiten. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn der Volksanwalt sagt, und das ist natürlich so, wie Sie sagen, vorangekündigte Besuche, dann muss man sich überlegen, ob das das beste Mittel ist. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie sinnvoll oder wie man das machen kann, dass man einfach zu Familien heimfährt, unangemeldet und dann einfach reingeht und schaut. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich anschauen muss, was funktioniert gut. Und aus unserer Sicht funktioniert das Modell sehr, sehr gut. Das heißt aber nicht, dass man nichts tun soll, sondern jetzt geht es darum, zu schauen, wie kann man das Modell, und ich glaube, und ich bin ja wirklich ein Fan auch von dem Ganzen, obwohl ich keine Agentur habe, ja, und auch nicht Personenbetreuer bin, weil ich glaube, man muss das System im Sinne, im Prinzip der drei, Agentur, Betreuerin und Familie, weiterentwickeln, ja. Es ist ein System, was wir brauchen werden. Also zu glauben, wir kommen ohne Betreuerinnen aus, wenn Sie richtig sagen, fast 80.000 haben wir schon, Tendenz steigend. Wir sind von der Wirtschaftskammer Österreich auch zum Beispiel in Deutschland immer wieder eingeladen, waren jetzt am Deutschen Bundestag draußen, wo das diskutiert wird auch. Ja. Die wären froh, wenn sie unser System hätten. Ja, ist auch interessant. Deutschland wäre froh, wenn sie unser System hätten, sagen uns die draußen auch. Die Frage ist aber, wie geht man damit um und wie entwickelt man es weiter? Die andere Frage ist natürlich, und da gibt es zum Beispiel immer wieder auch die Kritik von anderen Sozialpartnern, nenne ich es mal so, inwiefern sozusagen selbstständige Personenbetreuerinnen wirklich das Credo der Selbstständigkeit fallen oder eben eigentlich unter das Credo der also der Scheinselbstständigkeit. Ich würde sagen, gar nicht, vor allem überhaupt nicht unter Scheinselbstständigkeit, sondern das sind natürlich schon klassische, echte Selbstständige. Jetzt können Sie natürlich sagen, wie kann ich das sagen? Ne? Ich kann Ihnen das ganz einfach begründen. Wir haben voriges Jahr in Wien, im Parlament, und ich denke mal, das Parlament ist so wahrscheinlich das höchste Gebäude unserer Regierung, ne? Wo sich sogar die Regierung im Prinzip ihre Beschlüsse und das alles absegnen muss von unseren Vertretern. Ne? Und wir haben voriges Jahr in diesem Parlament haben wir 10 Jahre Personenbetreuung gefeiert, ja? Mit einer eigenen Veranstaltung. Und da sage ich Ihnen, wenn es einen Beruf 10 Jahre auf dem Markt gibt, der sogar im Parlament das 10-jährige Bestehen feiert, dann gehe ich davon aus, dass das auch rechtens ist. Ansonsten würden wir im Prinzip in keinem Rechtsstaat leben. Ne? Also es kann nicht sein, dass ein Beruf 10 Jahre auf dem Markt ist und nach 10 Jahren, auch wenn im Prinzip Sozialpartner von uns zum Beispiel der Meinung sind, das sind keine Selbstständigen. Ich glaube, irgendwann muss man dann natürlich dann schon sagen, okay, es ist anscheinend sonst schon so, sonst wären die ja seit 10 Jahren nicht auf dem Markt. Sie haben angesprochen, dass es letztes Jahr dieses 10-Jahres-Jubiläum der Personenbetreuung in Österreich gab. Das heißt, Ihre Bilanz ist per se jetzt eine positive. Unsere Bilanz ist eine positive. Natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, was uns immer wichtig ist, mit der Anmerkung, dass wir gemeinsam dieses Berufsbild weiter ausbauen müssen, etablieren müssen, weiterbringen müssen, weil wir brauchen es für unsere Gesellschaft. Ne? Und was mir noch wichtig ist, in der Form der Selbstständigkeit, auch ganz klar, weil das darf ich Ihnen dann auch nachher noch mitgeben. Wir haben das WIFO beauftragt, für uns eine Studie zu machen. Ganz interessant, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen. Auf die Studie habe ich mich mit den Zahlen berufen. Ja. Okay, dann haben Sie aber im Prinzip vielleicht auch gelesen, das WIFO hat im Prinzip ja die Personenbetreuung per se untersucht mit dieser Studie, hat uns auch die Zahlen geliefert. Und was schon interessant ist, wenn man sieht zum Beispiel, es gibt ja die Personenbetreuung auch im Angestelltenverhältnis. Das sagt man nie, aber das gibt es ja auch. Das heißt, die Familie könnte ja auch dieses zweite Modell wählen, einen Nicht-Selbstständigen. Ne? Das Interessante ist nur, das WIFO hat festgestellt, wenn man die 24-Stunden-Betreuung selbstständig macht, dann hat man ungefähr Kosten von 30.000 Euro im Jahr. Ne? Ja? Wenn ich es im Angestelltenverhältnis mache, das heißt, ich mache das nur mit Angestellten, dann komme ich auf knapp 120.000 Euro im Jahr. So. Also 4,2 Millionen habe ich, 4,2 Mal als Wert habe ich mir da Ja. angeschaut von der WIFO. Ja. Das ist schon Das heißt, ein Dünger, ja. Sie bräuchten für eine zu betreuende Person 4,2 Mitarbeiterinnen. Noch Kollektiv, da gibt es ein Kollektiv, ja, mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, mit allem Pipapo, dann sind wir halt dort bei diesen 120.000, 30.000 Euro im Jahr an Kosten.
Und das wird dann eine spannende Frage, zum Beispiel, welche Familie sich 10.000 Euro im Monat leisten kann. Ne? Also ich glaube, weiterentwickeln, das System anschauen, weiterentwickeln, schauen, was läuft nicht so gut, ganz genau hinschauen, was braucht man im Prinzip, damit es noch besser läuft, was brauchen auch die Betreuerinnen, die Personenbetreuerinnen, damit sie ihre Tätigkeit noch besser machen können und dann weiterentwickeln. Ich glaube, wir brauchen das System. Also Sie meinen damit auch die Kritik vom sogenannten Price Dumping, was da immer wieder diesbezüglich kommt, Schauen Sie, ist bei der Platz. ich glaube, dass man sich jegliche Kritik anschauen muss. Man wird bei einiger Kritik dann draufkommen, das ist nur deswegen eine Kritik, weil man das System nicht möchte. Da kann ich auch damit leben. Dann kann ich sagen, okay, das ist eine Kritik, weil das System halt nicht möchte. Und dann wird es Kritik geben, wo man sagt, okay, da müssen wir wirklich hinschauen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, zum Beispiel diese Zahlen vom Sozialministerium, die Prüfungszahlen, glaubt niemand. Ne? Na, dann wird man sich das anschauen müssen und wird das dokumentieren müssen und wird sagen müssen, okay, wo genau sind im Prinzip die Schwerpunkte, was funktioniert nicht. Und wenn sich alle Beteiligten hinsetzen, zum Wohle im Prinzip unserer älter werdenden Gesellschaft, ja, dann denke ich mal, wird es ein gutes System sein, auch für die Betreuerinnen. Ich habe zum Beispiel jetzt die Betreuerin bei meinen Schwiegereltern. Ne? Die verdient 1.600 Euro netto jetzt. Ne? Das bleibt ihr. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mit der sprich von Rumänien, ihr Sohn, ihr Mann ist in Pension in Rumänien, hat 200 Euro Pension. Ihr Sohn unterrichtet auf einer, ich glaube, FH oder was das ist, der verdient 300 Euro. Ja? Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja auch für die Betreuerinnen selber, und die sagen das ja auch selber, dass die ganz froh sind, dass sie bei uns im Prinzip diese Tätigkeit ausüben können. Weil eins muss uns klar sein, wenn der Einkommensunterschied nicht so groß wäre, wären die ja nicht da. Das ist schon klar. Das ist Ja, richtig. Die das ist Frage schon ist, wie klar. lange wird dieser Einkommensunterschied noch so Das ist bleiben? richtig. Wenn sich der annähert, ja, dann kommen die auch nicht mehr. Das muss uns auch bewusst sein. Deswegen müssen wir es auch gut behandeln und gut begleiten und schauen, dass ihnen gut geht bei uns da. Und das ist mein Ansinnen als zuständiger Vertreter in der Wirtschaftskammer. Für die Familien, für die Betreuerinnen, aber auch für die Agenturen. Weil auch wenn es schwarze Schafe gibt, der Großteil der Agenturen macht eine sehr gute Arbeit. Abschließend noch. Die Bundesregierung plant ja sozusagen, das Kindergeld anzupassen, ist der offizielle politische Terminus. Wie sehen Sie das? Naja, ja, es steht mir nicht zu, der Bundesregierung da reinzureden. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben es uns für unsere Berufsgruppe angeschaut, weil natürlich auch immer wieder gesagt wird, die Personenbetreuer ist die Gruppe, die am meisten darunter leiden wird. Das stimmt nicht ganz. Wir gehen so von 15% aus, dieser Personenbetreuerinnen, die bei uns sind, die noch Kinder haben und Kindergeld beziehen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die nimmt, die bei meinen Schwiegereltern ist, die ist im Prinzip, die hat keine kleinen Kinder mehr, wo man Kindergeld bezieht. Also 15% davon gehen wir aus. Warum wissen wir das? Weil wir im Prinzip ja auch natürlich jetzt das Alter der Betreuerinnen haben und dann hochrechnen können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die wird es treffen, wenn das kommt. Das ist der erste Teil. Aber es ist natürlich auch nie Teil im Prinzip einer Entlohnung gewesen, das muss man auch sagen. Ja? Und deswegen schauen wir und da kämpfen wir auch dafür und da hoffen wir auch, dass wir Erfolge haben mit den Ministerien, weil wir als Wirtschaftskammer uns dafür einsetzen, dass die Förderung ankommen wird. Weil die Förderung, wenn ich die Förderung anhebe und Familien sich das im Prinzip besser leisten können, dann kann ich auch als Anbieter, als Personenbetreuerin im Prinzip mehr verlangen, mehr lukrieren. Und das würde im Prinzip für alle, für unsere 100% treffen. Ne? Also wir versuchen im Prinzip in die Richtung was zu machen. Es wäre zumindest ein Ansatz, die komplette, wie sagt man, Amortisierung wäre in dem Fall nicht gegeben, aber es wäre zumindest in die Richtung gehend. Es wäre in die Richtung gehend, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Der es ist natürlich ein Kompensation. ganz ein anderes Thema, aber auch zum Beispiel das gesamte Thema um Regress, Abschaffung Regress, müssen wir uns jetzt anschauen, weil wir haben im Prinzip jetzt auch erstmals, muss man ehrlich sagen, rückgehende Zahlen bei den Gewerbescheinanmeldungen. Ja? Wir sind extrem gestiegen, wir haben jetzt rückgehende Zahlen, aber vielleicht hat das mit dem Regress zu tun, das kann man noch nicht genau sagen. Da sind im Prinzip die Zahlen noch zu neu, aber das werden wir wahrscheinlich dann Ende des Jahres sehen, ob es auch da Auswirkungen gibt. Da habe ich abschließend noch eine Frage. Die Zahlen lagen ja so in den letzten Jahren immer so knapp bei 25% der Neuanmeldungen im Gewerbebereich. Also man kann mehr oder weniger sagen 9.000 bis 10.000 Anmeldungen im Jahr. Wie
Wie weit können Sie jetzt diese Rückgänge beziffern oder ist das noch Also zu früh? im Moment geht es zurück. Wenn ich mir anschaue, warten Sie, schaue, ob ich da die genauen Zahlen habe. Ich habe zum Beispiel am 14.07.2017 haben wir 15.469 in der Steiermark gehabt und am 10.01.2018 haben wir 15.563. Das heißt, da haben wir noch einen Anstieg drinnen. Österreichweit haben wir im Prinzip aber schon einen Rückgang. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben eine große Schwankungsbreite mit diesem ruhenden Gewerbeschein, mit dieser An- und Abmeldung auch. Es kann auch mit dem zu tun haben. Wir haben aber im Prinzip bemerkt, dass es erstmals im Prinzip eine Tendenz nach unten gegeben hat bei den Gewerbeschein-Neuanmeldungen österreichweit. Aber wir können das noch nicht genau im Prinzip sagen, woher das kommt. Das müssen wir uns erst anschauen. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr Die gerne. halbe Stunde ist vorbei. Dankeschön. Wir werden uns weiterhin im Zuge unserer Berichterstattung zum Thema Pflege in diesem Jahr auseinandersetzen. Das war sozusagen jetzt der zweite Teil und das erste Video zu dem Thema. Bis bald. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wiederschauen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!